Energiegeladen springt Werther auf die Bühne des Emil von Behring Gymnasiums. Er ist total verknallt in Lotte. Die ganze Welt erscheint ihm wie ein Paradies. Er schwärmt und träumt überschwänglich, ohne Sinn für die Realität. It's just the perfect day, bis Albert kommt, Lottes Verlobter, und klar wird, dass Werther niemals wirklich mit ihr zusammen sein kann. Werthers Welt wird dunkel. Er leidet unermesslich, windet sich jammernd und weint auf dem Fußboden. Die Tage sind ein einziges Ödnis, er verliert den Überblick, sucht verzweifelt nach Mäßigung und Beruhigung und Ablenkung. Auch noch am 50. August, vergeblich. Am Ende sieht er keinen anderen Ausweg, als sich das Leben zu nehmen. Der Regisseur Niklas Stehmann hat das Sturm- und Drangstück mit dem Schauspieler von Anfang an energiegeladen, schnell und wild inszeniert. Hochmeier springt, läuft, rennt auf der Bühne durch den Zuschauerraum. Laute Beats wummern aus den Lautsprechern, Videotechnik unterstützt das Gesagte, das T-Shirt wird vom Körper gerissen und es fliegen Salat und Würstchen ins Publikum. Er erzählt Witze, verflechtet gekonnt die Zeitebene, spricht die Zuschauer direkt an. Von Anfang an hat er ihre Aufmerksamkeit. Die Schüler der Klassenstufen 9 bis 13 lieben und leiden mit dem jugendlichen Protagonisten. Aber auch die anwesenden älteren Semester sind gebannt. Neben Deutsch- und Theaterlehrern sitzen auch Schauspielkollegen aus Berlin und weitere Interessierte bei dieser hochkarätigen Vorstellung im Publikum. Werther ist das komplette Chaos. Albert, die Ordnung, sagte der Schauspieler in der Nachbesprechung. Diese beiden Pole finden wir in allen Werken Goethes. Zwischen diesen Polen bewegen wir uns doch heute noch alle. Anders als im Thalia-Theater, wo er das Stück normalerweise spielt, spricht er nach der Schulaufführung direkt mit seinem Publikum. Fragen zum Stück, zur Inszenierung, zur Arbeit als Schauspieler können geklärt werden. Ich brauche das direkte Feedback, erläutert der renommierte Schauspieler sein ungewöhnliches Angebot. Wieso gerade der Werther, wird gefragt. Weil ich das Stück liebe und finde, dass ihr es kennenlernen solltet, outet sich Hochmeier als Goethe-Fan. Ich habe mich da sehr drin wiedergefunden. Das kommt besser bei den Jugendlichen an, als wenn das der Deutschlehrer sagt. Wie er den Selbstmord bewertete, lautete die nächste Frage. Werther musste sterben, damit der Autor nach einer unglücklichen Liebe weiterleben konnte, erläuterte der Mime. Durch die Literatur verarbeiten wir doch das Erlebte. Wieder hätte das der Deutschlehrer nicht überzeugender sagen können. Aljoscha, der selbst in einem Theaterkurs an der Schule spielt, erkundigt sich, wie man am besten in eine Rolle hinein und wieder herauskommt. Hochmeier, der zurzeit 12 Rollen gleichzeitig spielt und gleichzeitig in Wien und Berlin dreht, gibt zu, dass es nicht immer leicht sei. Gerade war ich noch Mephisto und Faust, dann bin ich Richter Adam aus dem zerbrochenen Krug, später Karl Moor aus den Räubern. Und die Realität folgt wieder ganz anderen Gesetzen. Das ist in der Tat manchmal verwirrend.